Willkommen hier am Sonntag zur letzten Partie, hier am 20. Bundesligaspieltag Freiburg gegen Köln. Und in der Bundesliga-Statistik sind Mucke und ich mittlerweile punktgleich, aber ich führe doch noch dank 3 Treffern, die ich mehr erzielt habe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe an diesem Wochenende noch nicht einmal gewonnen. Es gab nur ein Unentschieden für mich. Mainz, Augsburg, Leverkusen, Frankfurt, Bremen, Gladbach, Schalke, Berlin. Und heute am Sonntag gab es ja schon Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das sind alle Partien, die wir hier gezeigt haben. Und Mucke hatte einen unglaublich guten Lauf im DFB-Pokal unter der Woche. Da konnte ich endlich mal wieder richtig schön spielen. Aber hier am Wochenende will nichts gelingen. Schreibt es in die Kommentare, wer gewinnt denn dieses Match? Ein F davor für FIFA, ein R davor für die reale Begegnung. Alle, die hier einen Kommentar schreiben, werden am nächsten Bundesligaspieltag im Video erwähnt. Ich stelle auf totaler Angriff und dann schauen wir mal, was ich mit Freiburg hier schaffen kann. Die hatten zuletzt im Hinspiel 1:0 gegen Köln verloren, weil da hatte ich ja auch die Kölner gespielt. Genau. Da hat er zum Flugkopfballer gesetzt, aber das wurde nix. So. Zack. Wir haben ja hier schon wieder Herrn Schönleben. Ja. Und der sollte gleich mal die erste Karte geben. Ja. Ja. Nach 9 Minuten sieht Tamaro gelb. Mit Freiburg konnte ich schon einmal ganz hoch gewinnen. Ja, das war gleich am ersten Bundesligaspieltag. Das passiert nicht mehr. Nee. Modest. Geht keiner ran. 1:0 Köln. Dankeschön. Okay. 6. Spiel in der Bundesliga und das 6. Mal rennt zu einem Rückstand hinterher. Ist das nicht toll? Es tut nur noch weh. Führe ich nach weiß ich nicht wie vielen Partien endlich in der Bundesliga-Statistik, wenn es so bleibt. Ja. Ich war ja mega weit weg. Also da habe ich mir gedacht, scheiße. 30 Punkte oder so. Und jetzt führe ich mit 3 Punkten. Ey, DFB-Pokal habe ich so gerockt. Scheiße. Warum ist meine Maus hier? Verpiss dich. Ui. So, jetzt. Ja, da muss Petersen alleine. Das kann der doch nicht alleine machen. Kann er auch nicht. Er kann es auch nicht zu zweit machen. Freunde, ihr müsst aggressiver werden. Latte! Oh. 18. Minute. Eieieiei. Meine Güte. Weißt du, der eine schön gegen die Latte geknallt. Und der andere, boah, dann wird mir bei mir gucken schlecht. Ekelig, richtig ekelig. Dankeschön. Ey! Ich verliere den Ball leider immer. Ja. Ja, du brauchst es nicht aussprechen, die Bilder sprechen mehr als Worte. Ja. Boah, definitiv. Abseits. Das zweite Mal schon Absatz heute. Ja. Heute Abend hier in Freiburg. Ja, Köln, die wollen weiter nach vorne. Die haben eine super Saison. Ja. Die sie schon ewig nicht mehr hatten. Komm. Weiter. Gut. Freiburg, von dir muss was kommen. Wir spielen zu Hause. Jetzt. Ja, da läuft keiner richtig mit. Das war gut. Ja! Ja, war. Nein. Immerhin mal ein Schuss. Ich glaube, das war der erste heute. Ja. 30 Minuten, ne? Das ist so.
Das hatte ich schon häufiger. Doch, bei dir so nach einer halben Stunde. Ja. Oh, 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 oh. Schön gemacht. Ja! 32. Minute. Das war mal gut gespielt. Ja, Köln ist ja sowieso wieder auf guten Machen aus. Sie sind aus dem DFB-Pokal geflogen. Mhm. Gegen hier. Hamburg vor allem. Oh, was für ein Pass. Ja, traumhaft. So, Freiburg darf jubeln. Es ist, man muss es wieder sagen, kurioserweise gleiche ich schon wieder aus. So. Das ist so krank, ne? Ja, auch das im 6. Spiel in Folge. Nee, gar nicht im 5. Im 1. ist es mir nicht geglückt. Nee, da hab ich dir eine 4-0-Klatsche verpasst. Ja, in den Spielen danach ist es mir geglückt und das war richtig dumm. Oh, Modest. Vorbei. Du, du, ba, ba. Ja. 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 Nein, doch, ja. Das ist immer zu billig. Im Prinzip haben wir den Ball, aber den wird er nicht richtig rangegangen. So ist gut. Schöner Pass. Das war stark. Oh, das war ein starker Pass. Oh, und er legt ihn sich zu weit vor. Ja, der ist doch selber gefallen. Aber er steht schon wieder. Schön gespielt. Alter, willst du mich verarschen? Was? Wer will sowas anbieten, hä? Das war so ein schlechter Schuss. Das kann man nicht anbieten. Ja, dann warte, liebe Freiburger, wartet auf die Halbzeitpause. Das gibt eine Ansprache. Oh, 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 oh. Was? Das war knapp. Das war knapp. Das war gut. Das war schlecht, aber das war gut. Das war auch hätte Modest sich fast durchgesetzt. 1-1, Köln mit deutlich mehr Chancen. Ja, was soll ich hier kurz sagen? Schussgenauigkeit steht bei mir 100%, 0%, obwohl eigentlich 100%, ja, 100% war, weil den Einschuss habe ich reingemacht. Aber okay, Passgenauigkeit, sind wir fast gleich gut. Man muss sagen, die Partien sind aber zuletzt sehr fair geworden. Also Karten gibt es nicht mehr so viele. Nö, aber das liegt wahrscheinlich an Dietmar Schönleben. Ja. Er verteilt einfach nichts. Das stimmt. Siehst du, also... Jetzt gibt er mal eine Karte? Nee, nein. Nee. Nein. Aber es war Ballgespiel, wenn du hier guckst, ne? Also Ball und ja. Dann fällt er hin. Also Pfeifen braucht er nicht. Jetzt. Ja. Ja! Oh. Weil die gefährlichsten Situationen sind tatsächlich nach Standards bei mir. Das ist so. An diesem Wochenende zumindest. Schön. Da wart ihr euch mal wieder nicht einig. Hätte ein Kölner gestanden. Ui. Weiter, weiter. Schön aufgepasst. Das war gut. Ja. Ja. Nix für Timo Horn. Der Schuss war einfach schlecht. Hast du jetzt in der Halbzeitpause nicht zusammengeschissen? Ja, doch, doch. Ah, doch, doch. Wir wollen Details, Herr Zenker. Es rollten Köpfe. Oh. Die Füße durften sie erst noch behalten. Also, denn die verlieren jetzt noch. Lass den Vorteil doch laufen. Ja, na klar. Ja, natürlich gelb.
Meine Fresse. Gut den Fuß dazwischen gestellt. Ach du, der falsche Knopf. Ja, da wolltest du dann noch Zweikampf gehen, ne? Ja. Hallo? Pedersen, das war nix. Nee. Ich hab gesagt, in welche Richtung du köpfen sollst. Weiter, weiter, weiter. Ja, ey, schön leben. Jetzt pfeift die Scheiße mal. Eieiei. Gut. Ja. Genau, das war klasse. Oh shit. Ja, war das gut. Die shit, Führung. Shit, shit. 2-1 für Freiburg. Okay. Ja, ihr googelt. Ja. Meine Güte, meine Güte. Es geht ja, so. Ja. Ja. So, so zack und zack und jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier auch Stimmung im Stadion. Ja, mal gucken, wie lange noch. Ich hoffe, bis zum Schluss. Und vielleicht, dass die Stimmung noch besser wird. Was macht der denn jetzt? Bist doch. Ja, genau. Und der Schiedsrichter hat was dagegen. Stimmung weg. Ja, Stimmung weg. Stimmung kommt wieder. Stimmung weg. Und er bleibt liegen? Nee, komm, steh auf. Aber wieder. Ganz stark, ganz stark. Hä? Was war das? Naja. Oh, was war das denn? Das fragen wir uns jetzt hier beide. Oh, jetzt hat er drei umgemäht. Alter. Ey, hier wird er nur noch geschubst. Ja, voll daneben. Okay, Schluss Viertelstunde. Es wird gewechselt. Oh, ich habe einen Verletzten. Ist der jetzt schon länger verletzt? Weiß ich gar nicht. Nee, ne? Wurde vorhin schon was angezeigt? Ich glaube nicht. Nö. So, Schluss Viertelstunde. Köln wechselt dreimal. Freiburg auch. Ja, toll. Oh. Also Horn aufpassen, ne? Du hast ein Hermes-Zeichen am Oberarm kleben, ne? Du weißt, jetzt verschicke ich dich damit. Jetzt. Ah! Guck, oh, da liegen sie alle. Oh, wir haben keinen Bock mehr. Kuschelkurs. Oh, wir können gerne abpfeifen. Dann gewinne ich endlich doch noch ein Spiel. Ja, das würde dich natürlich freuen, ne? Ja. Aber ich mache das ja hier mit Absicht, damit du nicht ganz zerbrichst. Als nächstes steht ja Champions League auf dem Programm. Ich hab immer einen Fuß dazwischen, aber du kannst den Ball meistens behaupten. Oh nein. Oh. Ja, nee, ist klar, Jung. Ey, was war das? Alter Modest. Oh, die Schüsse sind zu schwach, die letzten 10 Minuten hier. Freiburg macht Druck, aber trifft nicht. Ach, lass doch, ich hatte doch. Ach, du bist so ein Idiot. Und unser Leben wird wieder schlechter. Ja. Ja, gut so. Auch stark. Oh, der war nicht weg? Nee. Oh, ja, genau. Da hätte er zumindest gepfiffen. Ah, jetzt kommt Köln. Da kommt nichts mehr. Oh, schön. Super. Riesenchance. Und da ist es. Da ist der Deckel drauf. 3-1 Freiburg. Nach 1-0 Rückstand.
Ja, damit führst du ja dann immer noch die Bundesliga-Statistik weiter an. Du konntest den Arsch noch so gerade mal über Schläge ziehen. Zumindest zwischenzeitlich warst du auf der 1. Für ein paar Minuten. Auch nicht. Ja doch, für ein paar Minuten. Ja, stimmt. Das war ein schönes Gefühl. Oh. Arsch. Na, was gibt's? Rot. Rote Karte. Abseits. Abseits, komm, verpiss dich mit dem Ball. Gib mir den Ball her, du Affe. Ja, guck nicht so blöde. 90. Minute haben wir schon. Oh. Oh, ganz stark gemacht. Das war gut. War rot hier. Yes. Oh, ja, da muss er doch noch eine Karte geben für die Aktion. Na egal, ich freue mich. Also am letzten Spiel hier an diesem Wochenende gewinne ich doch noch. Trotz Rückstand mit 3:1. Das tut gut. Das heißt, in der Bundesliga-Statistik bleibe ich vorne. Es wird aber jetzt von jedem in jedem Wochenende ein Krampf und Kampf, da vorne zu bestehen. Ich habe aber ja auch mehr Chancen gehabt. Der Sieg geht in Ordnung. Schussgenauigkeit auch besser, Passgenauigkeit ebenfalls. Von den Karten 2:1, eine rote hast du, einen Verletzten gab es. Ja, ich glaube, das war in Ordnung. Das soll es gewesen sein von der Bundesliga an diesem Wochenende. Wir sehen uns ja ab Dienstag wieder in der Champions League. Und dann geht es danach auch schon wieder mit der Bundesliga weiter. Also, Fußball nonstop hier auf unseren Kanälen. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, auf Wiederschauen. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.